Moin Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito auf Doom hier. In den letzten Tagen hatte ich sehr viel Coaching. Mir ist dabei aufgefallen, dass viele Spieler, unabhängig von der Elo oder von der Rolle, ähnliche Fehler machen. In diesem Video will ich euch diese Fehler zeigen und euch erklären, wie ihr sie umgehen könnt. Bleibt bis ganz zum Ende für einen Bonustipp. Habt ihr einen Freund, bei dem ihr denkt, er macht genau die Sachen, die ich hier erwähne? Schick ihm doch das Video, damit er sich improven kann. Dabei ist die Auflistung in keiner bestimmten Reihenfolge und spiegelt lediglich meine eigenen Erfahrungen wider. Und falls du es noch nicht getan haben solltest, abonniere den Kanal, um in Zukunft keinen Guide, keine Tipps, keine Tricks und keine Stream-Highlights und Replay-Analysen zu verpassen. Lass uns aber loslegen. Dabei ist die erste Sache, die mir meistens auffällt, dass Leute viel zu viele verschiedene Champions spielen. Ich gehe manchmal in OPGG-Analysen oder in Coachings rein und sehe, dass der Spieler 100 verschiedene Champions gespielt hat dieses Season. Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, ihr müsst unbedingt One-Tricken oder so. Aber es hat definitiv seine Vorteile, seinen Champion-Pool gering zu halten. Ich würde generell empfehlen, dass man für seine zwei Main-Rollen 3 verschiedene Champs jeweils zum Picken bereit hat und für alle 3 weiteren Autofill-Rollen jeweils 2 Champions. Dabei ist es massiv von Vorteil, wenn man einen Champion in viele verschiedene Rollen flexen kann. Nehmen wir beispielsweise Morgana Mitte, Morgana Jungle, Morgana Support. Das hat 2 entscheidende Vorteile. Erstens, egal auf welche Rolle du dann gehst, du wirst diesen Champion bereits gespielt haben oder dadurch, dass du einen geringen Champion-Pool hast, wirst du Champions oder Champion-Mechaniken nicht nochmal neu lernen müssen. Und zweitens, du wirst dich immer darauf fokussieren können, das Spiel zu spielen und die Rolle zu spielen und zu lernen. Zudem lenkst du dich nicht durch irgendwelche komischen, krassen Champions mit schönen Mechaniken wie Riven, Fiora oder Yasuo ab. Wobei Schönheit ja immer im Auge des Betrachters liegt. Ich meine, habt ihr mal auf Rammus geachtet, wer so auf euch zurollt und dann okay. Euch ins Ohr flüstert? Also ich finde, das ist wunderschön. Was? Ja. Ja, okay. Zurück zum Video. Ein kleiner Champion Pool birgt also sehr viele Vorteile einem großen Champion Pool gegenüber. Ich kriege oft das Argument zu hören, dass man ja Counterpicken wollte oder versucht mit Counterpicks zu arbeiten. Das ist natürlich schön und gut, jedoch ist die Tatsache, dass Counterpicks nur dann eine sinnvolle Wirkung haben, wenn beide Spieler auf einem ungefähr gleichen Level sind. Fokussiere dich also erstmal darauf, dein allgemeines Game zu improven. Eine weitere Problematik dahinter ist, wenn man beispielsweise googelt, okay, was wird von Ahri gecountert oder wen countert Ahri, und dann sieht man dort Cassiopeia, hat man meistens keine Ahnung, warum der Champion stark sein soll und spielt das Matchup dann komplett falsch. Wie gesagt, ist meine generelle Empfehlung hier, 3 Champions für eure Main-Rollen, am besten flexbar, und dann jeweils 2 Champions für eure Autofill-Rollen, am besten flexbar. Die nächste Sache, die mir sehr häufig auffällt, ist etwas, das vielleicht offensichtlich klingt. Teilweise wird viel zu wenig League of Legends gespielt. Das klingt jetzt nach einem Vorwurf, das soll es aber nicht sein. Wir sind alle erwachsen. Oder zumindest einige von uns. Und wir haben unser Leben zu leben. Oder zumindest einige von uns. Und wir haben Verpflichtungen nachzugehen. Naja, zumindest halt einige von uns. Sich in League of Legends zu improven ist ein sehr langwieriger Prozess. Du musst sehr viele Fehler eliminieren, du musst sehr viele Mechaniken lernen, sehr viel Theorie beherrschen, du musst konstant auf einem hohen Level performen und vieles mehr. All das erfordert eine Menge Zeit. Beim Coaching gehen wir uns meistens verschiedener Kernprobleme an oder verschiedener Problematiken, versuchen Wissenslücken zu füllen oder andere Tools und Aufgaben an die Hand zu geben. Das Improvement selber kommt dann aber vom Spieler. Wenn man dann nach dem Coaching oder nach dem Training nicht lang genug spielt oder nicht lang genug trainiert, kann man die gelernten Sachen natürlich nicht umsetzen. Dabei müssen keine 10 Stunden Solo-Queue am Tag gespammt werden. Möchte man wirklich improven, wäre meine persönliche Empfehlung folgende. Spielt immer 2 Stunden, was so 2-3 Games ausmacht, macht eine halbe Stunde Pause und dann spielt 2 Stunden weiter. Sollte man aber nicht die Zeit dafür haben, um mehrere 2-Stunden-Blöcke zu spielen oder sonstiges, reicht es schon, wenn man wenigstens regelmäßig 1-2, optimalerweise sogar 3 Spiele pro Tag spielt. In League of Legends lernt man sehr viel durch Gewöhnung und durch Erfahrungsaufbau. Vor allem festigt sich aber theoretisches Wissen. Daher, wie gesagt, versucht zumindest 2-3 Spiele pro Tag zu spielen, wenn ihr euch wirklich improven wollt. Natürlich ist das keine Pflicht oder sonstiges, aber es ist meine persönliche Empfehlung anhand der Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Das hier ist nicht zwangsweise ein Fehler, den ich im Coaching sehe, sondern eher etwas, was ich immer nach dem Coaching sehe. Nehmen wir einfach mal beispielsweise an, ich sage dir im Coaching,
Hör auf, Champion X zu spielen und spiele lieber Champion Y. In unserem Beispiel könnte das sein, hör auf, Yasuo zu spielen und spiele dafür lieber Annie. Das Coaching verläuft gut, wir verstehen uns gut, unterhalten uns, haben Spaß miteinander und alles tipptopp. Wo liegt also das Problem? 5 Tage nach dem Coaching schreibst du mich an, ey yo Burrito, irgendwie hat das nichts gebracht. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht improven. Ich werde dabei natürlich stutzig und gehe auf dein OPGG, um zu überprüfen, was los ist erstmal. Da sehe ich dann, dass du 3 Tage nach dem Coaching nur Annie gespammt hast, wie ich dir geraten habe, und dann die letzten 2 Tage aber wieder Yasuo, Riven, Zed, Fiora und sonstige Champions gespielt hast. Worauf will ich also hinaus? Viele Leute sagen mir, dass sie Spaß dabei haben, wenn sie Yasuo oder Zed oder sowas spielen, was ich verstehen kann. League of Legends ist ein Spiel und du bist nicht Faker und ich bin nicht Faker Prestige Edition. Und das ist fein. Wenn man sich nun aber die Zeit nimmt, um aktiv zu improven, YouTube-Guides guckt, Streams guckt, Coachings nimmt, OPGG-Analysen bucht, was auch immer, dann ist es wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass es nicht immer einfach und spaßig ist, sich zu improven. Wenn man sich improved oder improven will, arbeitet man an seinen Schwächen. Man gleicht diese aus, man verbessert sie. Und an Schwächen zu arbeiten, macht nie Spaß. Es ist immer ein anstrengender und langwieriger Prozess. Deswegen, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist, dass viele Spieler einfach nicht genug Disziplin haben. Ich persönlich, als Coach und Trainer, halte nicht viel von Motivation. Ja, Motivation ist schön, sie ist gut, sie kann dich pushen und sie ist nice zu haben. Aber Motivation ist flüchtig, sie verfliegt. Du kannst an einem Tag hypermotiviert sein, du kannst wirklich die Welt erobern wollen. Und am nächsten Tag stehst du falsch auf, deine Lieblingsmüsli sind leer, du hast keine Milch zu Hause, Toilettenpapier ist raus und plötzlich hast du keine Motivation mehr. Disziplin ist die Fähigkeit, Sachen zu tun, obwohl man es nicht tun will, mit dem Hintergrundgedanken, dass man weiß, dass sie einem förderlich sind. Der nächste Punkt, über den ich reden will, ist League of Legends. Überraschung, Überraschung. League of Legends an sich ist ein simples Spiel. Du hast einen Champion und du hast den gegnerischen Nexus. Nimm diesen Champion, zerstöre den Nexus. Du hast Punkt A, komm zu Punkt B. Natürlich ist es nicht ansatzweise so simpel, wie ich es hier gerade dargestellt habe, aber ihr versteht, was ich meine. Was League of Legends so komplex macht, sind natürlich die ganzen Zwischenschritte dazwischen. Early Game, Mid Game, Mechanics, Rotation, Jungling, Jungle Tracking, Objective Setup und so weiter und so fort. Viele Spieler, die im Coaching sind, haben ungefähr eine Idee, in welche Richtung sie sich verbessern möchten oder wo in etwa ihre Problematiken liegen. Natürlich gibt es immer noch einige, die sagen, keine Ahnung, was los ist, guck einfach drüber bitte und mach, was du machst. Kannst. Das ist natürlich komplett fein. Was aber eine Menge Spieler, glaube ich, nicht ganz verstehen ist, dass League of Legends fundamental in einige Basic-Kategorien runtergebrochen werden kann. Die 3 ersichtlichsten sind aber natürlich Early, Mid und Late Game, aber es geht noch weiter. Du könntest theoretisch gesehen Objective Control als eine Basic-Sache runterbrechen, du könntest theoretisch gesehen Laning Phase bzw. Pathing oder Spacing, Harassing, Trading und so weiter und so fort alles als einzelne Kategorien zusammenfassen. Und der Fehler, den viele Leute begehen und auf den ich hinaus will im Endeffekt, ist, dass sich Leute mehr ein Symptom angucken, anstatt die Wurzel ihres Problems. Beispielsweise, du bist gestorben und du denkst dir, okay, ich bin gestorben, weil ich den Charm von Ahri nicht gedodged habe. Das ist das Symptom. Dabei ist vielleicht das Hauptproblem, die Wurzel, in einem der fundamentalen Basics. Was meine ich damit? Ganz einfach. Vielleicht hast du 30 Sekunden vorher oder eine Minute vorher irgendwas falsch beim Objective Setup gemacht. Du hast dich falsch gepositioned auf der Laning Phase oder du hast vielleicht deinen Summoner falsch geblowt. Worauf ich also hinaus will, ist folgendes. Versuch immer die Wurzel des Problems zu greifen und dich daran zu improven und nicht das Symptom zu fixen. Und nun kommen wir zum letzten, dem Bonustipp. League of Legends ist anders als andere physische Sportarten leider nicht einfach zu isolieren oder in Aufgabenbereiche runterzuteilen. Sackst du im Fußball bei Freistößen? Kein Problem, geh hin und kick ein bisschen. Du kannst nicht passen? Ja, dann pass halt mit deinem Kumpel hin und her. Du kannst im Basketball keine 3 Punkte werfen? Ja, dann stell dich auf den Platz und wirf 3er-Körbe. Du sackst in League of Legends jedoch beim Smiten als Jungler? Ja, good luck, Alter, das kannst halt nicht trainieren. Es ist super wichtig, sich in League of Legends einen Fokus zu setzen. Das ist das Erste, was ich jedem empfehle, der zu mir ins Coaching kommt. Mach dir eine Liste deiner Probleme, mach sie dir bewusst und dann trainier jedes Spiel eine Sache. Es ist unmöglich, in einem Game mehrere Sachen oder alle Sachen gleichzeitig zu improven oder improven zu wollen. Es ist vollkommen okay, wenn du sagst, okay, 5 Games lang möchte ich mich jetzt nur aufs Trading in der Laning Phase konzentrieren. Die nächsten 5 Games lang möchte ich mich nur auf meine Wave Control konzentrieren. Und dann die nächsten 5 Games will ich alles zusammenfassen. Damit sind wir auch schon tatsächlich am Ende des Videos angekommen. Das sind meine Tipps und Tricks, die mir durch das Coaching aufgefallen sind und die Fehler, die viele Spieler begehen. Wie ist es mit dir?
Siehst du dich hier in einem der Sachen oder in mehreren vielleicht sogar wieder? Schreib es doch in die Kommentare und lass ein Like da, falls dir das Video gefallen hat. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast und schick einem deiner Freunde vielleicht das Video weiter, damit er sich auch improven kann. Wenn du ein Coaching bei mir buchen willst oder bei Silvi oder bei Albi, klick einfach auf den ersten Link in der Beschreibung. Ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal und reingehauen!